So, dann haben wir noch ein Toolkit. Achso. Wenn dann er... Moment, warum habe ich ihn hier... So. Was macht ihr hier schon wieder für eine Party? Haben wir noch ein Toolkit? Echt jetzt? Oh Mann, ey. Brauche ich auch noch mal ein anderes Auto. So, wir sind jetzt hier erstmal... Nein, wir machen nicht die persönliche Quest. Wir könnten auch erstmal hier alles hier plündern. Dann haben wir alles in der Nähe safe. Komm, wir gehen jetzt erstmal dahin, machen das. Ich denke, es gibt gerade eh nicht so viel zu tun. Wir sichern jetzt einfach nochmal unsere Party ab. Du bist schon müde? Echt jetzt? Oh Mann. Okay. So, ist hier noch irgendwas? Warum wird es mir dann noch angezeigt? Oder täusche ich mich? Ne, das wird nicht mal angezeigt, da war ich schon. Na gut, dann tausche ich mir den Charakter. Nein, wenn der Herr müde ist. So. Dann schauen wir mal da rein, wer denn noch halbwegs fit ist. Und er kriegt auch eine andere Waffe für die Verteidigung. So. Und zwar, die legen weg, die Muni legen wir weg, den Rucksack legen wir weg. Und er kriegt... Haben wir hier irgendwo... Er kriegt die... Ach, er braucht einen Rucksack. Warte. Dann klemmst du dir jetzt einen 6er Rucksack um. So. Und nimmst jetzt die Waffe. Was braucht die für Muni? 762. Haben wir da wohl noch genug? Oh, dachte ich. Du kriegst nicht die Waffe, du kriegst eine Pistole. Mit 22er Patronen. Ja, perfekt. Nimmst du die. So. Und jetzt schauen wir mal, wer... Oh, ihr macht solche Party, mein. Wer ist noch halbwegs fit? Du ruhst dich aus, du ruhst dich aus, Voss. Clarissa ist wieder fit? Nee. Das machen wir in der nächsten Staffel. Wir nehmen jetzt mal Voss. Was hast du noch um? Und machen erstmal das alles umliegende, cleanen wir jetzt erstmal. So. Ein 6er Rucksack. Ressourcen 20. Das ist natürlich doof. So, du kriegst erstmal einen 8er Rucksack. Okay, das hat er genug. Das hier legen wir nochmal ins Auto. So, du hast eine Schrodi. Die nimmst du nicht und das nimmst du auch nicht. Wir hatten doch eine ultra leichte Axt oder sowas. Na, war das die? Ja. Du kriegst die hier. Und Fernkampfwaffe. M17. Brauchen irgendwas, wo ich jede Menge Munition jetzt habe. 22er oder 9mm. Nimm mal die 9mm. 45er. Ist beschädigt. Ja, dann nimmst du die. Dann nimmst du die. 20 Schuss müssen reichen.
Ja. Das packen wir jetzt hier rein. Also Ashley, du ruhst dich aus. Take care. Ja, geh Seriously. nach Hause. Und wir... Wow, 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 wow. Wir sind nicht da. Wir plündern jetzt hier erstmal die ganze Umgebung. Wir machen jetzt diesen Trailerpark. So, kommen wir jetzt hier rein, hier. Okay. Gucken, was wir hier alles finden. Das geht doch schon mal gut los. Ich will, dass es der Gemeinschaft gut geht, wenn wir jetzt hier mal eine Pause machen. Wie gesagt, ich hätte mir jetzt noch gewünscht, dass wir noch jemanden anheuern, aber sollte wohl jetzt nicht sein. Ah, das lassen wir da. Na. Ja, können wir immer noch wegwerfen, wenn wir noch Platz brauchen. This place is a waste of time. Ja, ich weiß, aber dann haben wir es weg. Nützt doch nichts. Da laufen doch schon wieder massig Zombies rum. Ich höre sie doch schon wieder kreuchen und fleuchen. Das ist schon wieder eine ganze Horde wahrscheinlich, ne? Nochmal Benzin. Molotow. Jetzt fängt es auch noch das Stürmen an. Oh. Moment. Nee, 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 nee. Das ist mal kein unnötiges Risiko eingehen. Shit. Das zum Thema unnötiges Risiko. Oh, diese blöden Horden immer, echt, ey. Verpieselt euch. Keiner mag euch, keiner. Keiner. Wo kommt denn da schon wieder was angeflogen? Ich habe so runterfallen hören. Ja, Benzin ist schon mal gut. Ist doch irgendwo einer runtergefallen. Da ist nichts. Da hinten steht einer, einsam und verlassen. Den lassen wir stehen. Wir könnten das ablegen. Brauchen wir nicht. Theoretisch das auch. Und nehmen lieber das mit. Aber da ist er. Da steht er rum. Ich möchte die Leiter hoch. Geht das? Da ist doch noch was. Schrauben auf jeden Fall. Ach, Herrgott. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe noch nicht mal ansatzweise einen Molly geworfen, ne? Ja, getroffen habe ich. Und scheinbar ist er auch geplatzt. Ja, hervorragend, hat auch geklappt. Also über Benzin brauchen wir uns, glaube ich, hier nicht zu beschweren. Schrauben. Na, finde ich auch gut.
Das haben sie schön gemacht, wie in wie vorgetäuscht wird, dass in dem Wohnwagen da Mods Zombies noch rumstehen und machen und tun. Bin ich das erste Mal ja volle Kanne drauf reingefallen. Muni! Muni, Muni, Muni! Ja, dann muss wohl das weg. Nehme ich lieber die Muni mit. So. Bis auf den einen da hinten haben wir alles geplündert. Ach, da komme ich nicht durch, okay. So. Dann geben wir mal alles ab. Brauche unbedingt ein Toolkit. Kann ich die nicht herstellen? War da nicht was? Das könnten wir mal schauen, ob ich dieses Toolkit selber herstellen kann. So, was haben wir denn da? Gegenstände herstellen. Schützenmine, nee, das braucht man nicht. Dosenbombe, nein. Achso, man kann runterscrollen. Toolkit! 50! Naja, egal, wir brauchen's. Habe ich jetzt eins hergestellt oder dauert das jetzt? Okay, ich kann noch mehr herstellen. Wie viel habe ich? Ich habe jetzt 180. Ja gut. Kann man noch machen, wenn ich wirklich eins brauche. We ain't gonna last long if we don't clear out some of these infestations. Dann reparieren wir den hier. Ich befürchte, wir können gleich noch eins nehmen. Hm? Ja. Nö, sieht sogar ganz gut aus. Minimalst verbeult. So. Was ist denn das hier? Apotheke. Apotheke, da könnten wir noch mal rüber. Oh, da ist so ein schneller. Ein Tobsüchtiger. Ja, die Quest möchte ich jetzt nicht machen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir noch mal in die Apotheke, ne? Dann haben wir Medizin genug und ich denke, dann können wir auch beruhigt. Ich denke, dann können wir das beruhigt auch zu Ende bringen. So, jetzt setze ich gerade noch mal den Punkt. Blödes Mistvieh. Boah, der hat ja Wendekreis wie so ein Panzer. Kannst du mal kaputt gehen? Alter! Ui. Das war scheiße. Ist jetzt mal gut? Mann, ich wollte jetzt am Ende noch so eine Party machen. Okay, alles gut. So, jetzt holen wir uns alles, was es da drin gibt. Hallo? Ja, klar. Wir tun neben unsere Hauptzentrale einen Außenposten ansetzen, anlegen. Mhm. So, was haben wir?
Chemikalien, Ethanol. Ach ja, ich durchsuche lieber langsam. Ich habe keine Lust, dass ich wieder die halbe Horde auf mich... Sehr schön. Genau auf das habe ich spekuliert. So, noch drei Stück. Energy Drink, Schrauben. Dann haben wir dieses Haus schon leer gelootet. Snacks, was ist das? Einfaches Regal für Aufbewahrung von Dingen, von denen wir zu viel haben. Aha. Na, guck mal einer an. Da können wir das doch gleich verwenden. Mehr Lagerkapazität. Wie geil ist das denn? Well, that was pointless. Nichts gefunden. Na, macht nichts. Wir haben schon eine sehr gute Beute. So. 9 mm. Was für Waffe war das? 9 mm. Perfekt. Kann man gleich nachladen. So, das geht rein, das geht rein, das geht rein, das, das. Die Schrauben behalten wir mal. Halt. Und das geht rein. Gleich mal nachladen. I'm on my last mag. Ja, ja, ich weiß. Wir sind auch gleich wieder weg. Jetzt holen wir uns noch hier alles. Sehr schön. Das können wir nachher gleich wieder stacken. Ja. Puh. Da hat er jetzt noch mal kurz eine, was ist das denn? Bequemer Stuhl. Jeder hat gerne einen Ort, an dem er sich hinsetzen, ausruhen kann. Installiert diesen Mod für einen Moralbonus. Jetzt haben wir aber noch mal Glück. Jetzt können wir die wirklich mal noch schön ausstatten. Ich bin nur hier allein, oder? Ich laufe hier todesmutig rein und weiß gar nicht, ob wir alleine sind. Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Hier ist nichts mehr, da müsste hier drin noch was sein. No more Zeds to kill. Fine by me. Okay, dann war's das. Ach nee, hier, guck mal an. Na komm, jetzt noch einen Sack mit Heilung. I guess that's it. Na also, perfecto mio. Ja, dann fahren wir nach Hause. Wir rüsten das alles aus. Ist auch mal ganz gut, mal nicht so eine... Ach, der Wendekreis. Furchtbar. Ist auch mal ganz gut, mal nicht so immer die Leute in die Riesenabenteuer reinzuschicken. Das gehört nun mal auch dazu. So. I'm headed out. Ja, ja. So, also einmal einlagern, 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 das auch. Und das auch. Und das auch. Und die sind wieder freudig erregt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Größere Lagerkapazität. Finde ich sehr interessant. Na komm. Keep your eyes peeled for those plague hearts. We gotta knock them all out. So, Mod. Ach, das kann ich nur hier. Plus 3 Moral. Plus 2 Lagerplatz für alles. Hm. Glaube ich, mach die Moral. Wir können gerade alles an Moral gebrauchen, was geht. Was können wir hier eigentlich noch bauen? Schlafplätze. Nee. Ich hätte gerne noch einen Garten angelegt, aber dazu brauchen wir noch Außenplatz. Und hier... Ach, das wollte ich auch noch machen. Wir hätten noch so viel zu tun.
Ja. Und da habe ich noch voll Bock drauf. Das werden wir auch noch machen. Okay. Wir gucken nochmal, wie es unseren ganzen Leuten geht. Haben wir zufällig jemanden, den wir noch retten müssen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was machst du hier außerhalb? Sieht nicht so aus. Nun gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Wo sind denn unsere Leute? Doc ruht sich aus. Lillian ruht sich aus. Lassen wir sie schlafen. Die müssen auch erstmal den Verlust verdauen. We really need to have a talk about something. We don't appreciate you ignoring us like this. If you're smart, you'll bring us something useful. Was? Oh fuck. I'll be there soon, barring any delays. Wo denn? Thanks. Ah, gut, pass auf. Dann fahren wir jetzt noch hin, bringen ihr schnell die Muni und dann soll es das gewesen sein. Packen wir nochmal Muni hier raus. So, einmal. Was ist denn jetzt? Wie lange dauert die noch? Achso, okay. Die 14 Sekunden können wir noch überbrücken. Ja, dann fahren wir ja noch die Muni raus, fahren nochmal zurück und dann sollte es das gewesen sein. Dann haben wir nochmal, dass die alle mit Munition wollen. So. Muni. Danke. Hat sich jetzt eigentlich irgendwas getan? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Na gut. Forst, das machst du alleine. Nimmst jetzt keinen mit. Ufer. Ja, ich komme da aber auch nicht durch. So. Hallo. Ich lock sie mal weg. Oh, oh, ganz viel Gestein. War das jetzt wieder ein Fehler? Hätte ich die Straße nehmen sollen? So, hier muss es doch irgendwo lang gehen. Shit. Okay. Okay, ach, hier sind wir, okay. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ja klar, noch die ganze Horde. Halt die Backen, ich habe hier was für dich. Was ist los? Ja, kein Wunder, dass ihr Muni braucht. So, wer darf, wer will? Beige. Hier. Kein Thema. Haben wir noch was für die Nachbarschaft getan? Ich habe sie euch nur ein bisschen hergelockt. Oh, guck mal einer an. Das können wir auch noch plündern. Ihr bleibt da hinten, ne, Freunde? Ich habe nichts gefunden. Da war keine Muni, ich schwöre. Da war keine Munition. Niemals. Immer nachladen. So, jetzt aber. Nein, oh nein, nee, nee, nee. Das kannst du schön alleine machen. Die Party feiere ich ohne dich.
Upsi. Upsi. Wir nehmen jetzt nicht noch einen Koloss auseinander. Was? Wer denn jetzt? Wo denn? Hier. Vielleicht können wir den überreden. Vielleicht haben wir doch noch einen Neuzugang. Da schlägt er uns das Auto halt wieder kaputt. So, war hier nicht die Enklave? Ihr seid ja schlimmer. Ihr könnt ja auch mal auf euch selber aufpassen. Was ist denn los? Ich versorge euch auch jedes Mal mit Muni und allem möglichen. Wer möchte mit mir? Wer denn? Du? Lebensmittel. Echt jetzt, ich soll euch... Ach nö, ey. Ganz ehrlich, ich bin noch nicht euer Lieferkurier. Ihr müsst auch mal selbst überleben. Wegen euch, Deppen, habe ich mein Auto wieder halb geschrottet. Also, wenn ich beim nächsten Mal was finde, bringe ich es euch mit. Ich schwöre, wir haben ja genug. Jetzt locke ich euch erstmal alles an Zombies nochmal an, damit ihr auch euren Spaß habt. Aber das Haus schon gelootet. Können wir eigentlich gleich mitmachen. Das sammeln wir auch noch ein da hinten. Damn it. Okay, wir sind nicht allein. Ey, will uns jemand aus unserer Werkstatt vertreiben oder was? Bahnt sich da ein neuer Bösewicht an? Was ist mit dir? Ist jetzt mal gut? Darf ich jetzt hier mal in Ruhe looten? Vor allem habe ich die Hälfte schon gelootet mal. Wo ist denn jetzt hier? Noch was. Looks like this place is Z-free now. Jupp. Ja, hallo? Looks like that's it for loot. Muni finde ich gut. Okay. Unsere Pistole ist auch voll. Na dann. Ab nach Hause. So. Nun gut. Die Lebensmittel machen wir das nächste Mal. In der nächsten Staffel werden wir das Ziel von Clarissa weiterverfolgen. In der nächsten Staffel werden wir auch bestimmt rausfinden, wer denn die anderen Mysteriösen sind, die uns hier androhen. Dass wir hier anscheinend nicht wirklich erwünscht sind. Aber das finden wir das nächste Mal raus. Ich würde sagen, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, es hat, die erste Season hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es wird nicht so lang brauchen, bis ich die nächste anfange. Weil ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich möchte nur erstmal die anderen Projektchen auch angehen und dann zu Ende bringen. Und dann werfen wir uns wieder in State of Decay, um unsere Gruppe weiter voranzubringen. Aber bis dahin, versorgt sind sie gut, haben genug Muni, haben genug Essen, haben genug Arzneien und Sprit haben sie sowieso. Ja,
Ich denke, das passt. Das nächste Mal holen wir uns auch noch mehr Leute. Mal schauen, wen wir finden. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einen wunderschönen... einen wunderschönen restlichen Tag zu wünschen. Und bis zum nächsten Season 2. Bis dann. Ciao.